Gentlemen, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Mit dem Bram, dem Christian, dem Jonathan, dem Sebastian, dem Dalu, der Franzi, mir, dem Peter und Fischi, der versprochen hat, die heutige Runde zu holen. Hallo. Eine der zwei, hat er gesagt. Bleiben wir uns denn jetzt wieder oder bleiben wir jetzt auch so einfach? Heute muten wir uns. Wir müssen die ganze Zeit reden, damit Fischi wieder Schritte nicht hört. Und so. Ja, genau. Fischi geht dann wieder irgendwann full mute. Als ich nach Hause kam von der LAN, habe ich mich richtig erschrocken, wie laut dieses Game ist, Alter. Ich habe richtig Angst gekriegt. Ah, okay. So, ich try also, Tryout-Runde, ne? Viel Spaß. Viel Spaß. Bye-bye. Oh, jemand muss sich moven eigentlich. Sepp? Ich move dich. Danke. You were moved. Hallo YouTube, was geht ab? Wir sind heute wieder beim PUBG-Turnier dabei. Ich freue mich sehr. Die Runde auf der LAN liefen ja nicht so super für mich und Fischi. Ich habe zwar einen guten Shot gegen Jay einmal gehittet und so, aber gewonnen haben wir nicht. Aber vielleicht heute. Aber, ich sitze heute wieder an einem anderen Setup. Oh Gott, ich glaube, ich bin viel zu laut für das Mikrofon. Sorry, Cut, es tut mir leid. Ich versuche nicht so zu schreien. Weil das Mikrofon kann ich irgendwie nicht so runterregeln. Ich wundere mich, dass niemand in New Lind runterkommt. Aber da hinten ist jemand runtergegangen. Aber ist ja schon mal gut. Dann können wir hier erstmal Happy Loot hinmachen. Ich bin heute wieder nicht zu Hause, nicht an meinem Setup. Ihr kennt das. Ich bin wieder eine Wanderhyäne. Aber, wenn ihr das seht, war ein Event bei den Freuds, bei dem ich dabei war. Deswegen bin ich in Berlin und deswegen durfte ich hier bei Fischi aufnehmen. Danke nochmal, Fischi, dafür. Liebe geht raus. Und Fischi will ja unbedingt heute gewinnen und gute Leistung zeigen. Und hat auch groß angekündigt heute, dass er das gewinnen wird heute. Bin sehr gespannt, wie er das macht. Ich glaube, ja, wir nehmen erstmal die Mini mit. So, und ich will aber auch gewinnen eigentlich. Und irgendwie fände ich es lustig, wenn er nicht gewinnt, weil dann machen sich alle lustig. Und er ist, er weint ein bisschen. Manchmal ist das auch ein bisschen lustig. Ich habe ihn gern, aber manchmal ist es auch lustig, wenn er weint. So. Okay, also ich hätte gerne eine Jizzes eigentlich. Okay, was war das? Ich hätte gerne eine Jizzes eigentlich. Und eine Bolt, glaube ich. Und keine DMR diesmal. Weil ich letztens mit der Bolt relativ gute Sachen gemacht habe. Und ich glaube, das ist eine Sache. Aber wir schauen mal, was wir hier noch so kriegen. Ich bin ja Gott sei Dank in der Zone. Auch wenn die jetzt schon läuft. Das ist immer eine Sache, ne? Bei den Turnieren kann man halt nicht so viel looten. Hallo? Oh, hier ist schon mal ein bisschen neuner Muni. Die können wir schon mal mitnehmen. Hier wäre ein Patroni-Gurt. Expecto Patronum. Wo ist denn die Jizzes und wo ist denn die K? Das wäre jetzt wunderbar. Oh, eine AK, auch geil. Nehmen wir auch erstmal mit. AK, sehr, sehr gute Waffe. Momentan eine meiner Lieblings-ARs. Ich habe eine lange Zeit habe ich gesagt, nee, hä, AK ist im Early gut, aber danach voll Müll. Stimmt gar nicht. Oh Gott, oh, mein Öhrchen hat hier gewackelt. Oh Gott. Und deswegen dachte ich, da wären Gegner. Jizzes, geil. Nee, warte mal, so nicht. Ach fuck, ich habe die komplette 5er Munition weggepackt. Oh oh. Das wollte ich eigentlich nicht. Scheiße. Egal. Wir finden gleich bestimmt eine 7er Bolt. Oh oh. Scheiße. Alles gut, alles gut. Wir haben ja noch was im Reload. Upsi. Komm schon, hier muss auch irgendwo eine Bolt liegen. Come on. Nee, M4. Oh oh. Jetzt darf kein Gegner kommen. Wie viel habe ich? 20 Schuss. Reicht. Aber jetzt zurückgehen, 5er Munition holen, 7er wegwerfen und so, da sehe ich mich jetzt gerade nicht. Ich habe gar keine 7er mit. Stark. Da waren noch 5er. Okay, okay. Ich habe das Gefühl, mein Spiel ist ein bisschen leise. Ich weiß nicht, ob ich mir das gerade einbilde. Aber doch, auch der Ausschlag im Dings ist ein bisschen leise. Ich mache mal ganz kurz das Game ein bisschen lauter. Das Ding bei PUBG ist halt auch, dass die Schüsse, finde ich, immer super laut sind, aber Steps und so trotzdem im Vergleich sehr leise sind. Das heißt, jetzt gerade habe ich das Gefühl, das Spiel hört sich sehr gut an. Sobald die Leute schießen, ist es halt saulaut. Aber es ist halt eine Sache irgendwie. Das ist so ein PUBG-Ding, das kann man jetzt leider nicht so gut ändern. Okay, die haben die Bolts rausgepatcht, glaube ich. Fuck.
Oh nein. Ah, hier liegt ein MK. Okay, dann nehmen wir erstmal die MK mit und die Muni. Den Griff. Nee, da war gar kein Griff, lol. Hä? Damit wir auf jeden Fall erstmal was haben zum Zurückschießen. 240 Reload. Nehmen wir ein bisschen davon weg. Oh, eine Spritze haben wir schon. Red Dot haben wir schon. Wir haben auch immer noch kein Visier. Ach du Scheiße. Und ich muss. Wie weit muss ich? Sehr weit. Fuck. Okay. Und da fährt ein Auto. Da fährt jemand in die Zone. Ist eigentlich schon jemand gestorben? Nein. Das Ding ist, ich glaube, bei Yolin war auch irgendwo ein Autospawn. 200 Schuss. Nein, nein. Ich glaube, da unten steht irgendwo ein Auto. Fischi schreit schon. Warum? Ich höre den immer schreien durch die Tür. Irgendwas muss da passiert sein gerade. Okay, scheiße, ich dachte, hier wäre ein Auto. EMP-Zone oder was? Jo. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal in die Zone. Ist da noch was zum Looten? Ah, da sind bestimmt schon Leute. Fuck. Oh nein, jetzt laufe ich hier übers offene Feld. Ein Auto wäre halt wirklich gut gewesen. Nein. Oh nein, oh nein. Okay. Nehme ich auf? Ja. Das ist immer... Manchmal habe ich Angst, das zu vergessen, ne? Es ist mir noch nie passiert, aber ich habe schon Angst. Oh, die Kamera hat sich wieder ein bisschen bewegt. Jetzt bin ich hier so... Egal. Hat man halt die Hälfte von der Wand so drauf. Ist doch schön. Ist doch eine schöne Wand. Schöne Tür. Oh Gott, die Zone kommt schon. Ich gönne mir eine Spritze, glaube ich. Ich meine, wir haben auch einen Sony-Rucksack. Das ist okay. Ich brauche halt eigentlich echt ein Visier noch, ne? Also ein Zweier-Visier ist halt schon eher schlecht. Nicht so geil. Ist nicht so geil. Ich hätte gern zumindest einen Vierer. Bin mehr Muni. Hier ist die AK. Boah. Jetzt hier in alle Container rein, die offen sind. Ich meine, das kann halt sein, dass hier die guten Sachen sind, die ich brauche, ne? Naja. Gehen wir erstmal weiter, weil wir müssen wahrscheinlich jetzt wieder einen Kilometer weiter. Nee, geht eigentlich. Okay. Aber jetzt hier auf offenem Feld zu laufen, ist auch nicht so geil. Anna ist ja rechts von mir runtergekommen. Das war auch nicht die Person im Auto. Glaube ich. Ich habe gerade die Himmelsrichtung nicht so im Kopf. Oh, da steht ein Buggy. Buggy-Schmuggy. Wir gehen aber erstmal da hoch, würde ich sagen. In der Hoffnung, dass da keiner ist. Da können wir auch kurz wohnen. Oh! Sepp hat Chris gemacht. Mit einer, oh mein Gott, mit einer MK14. MK14 ist böse. Böse. Auch wenn, also selbst wenn ich dann eine Bolt habe mit einem guten Visier, da muss man echt aufpassen dann. Eieiei. Die macht Schaden, sag ich euch. Vor allem hat er jetzt Dreier-Gear auch. Ja, was ist eine Dragunov Mini? Dreier immerhin. Hätte ich auch gerne. BU. Zack, zack, zack. Nee. Schmerzimittel brauchen wir auch nicht. Boostern so ist erstmal okay. Man darf auch nicht übertreiben. Oh, Kompensator. Obwohl, nee, wir haben ja einen. Ach, scheiße, ey. Ein Daumengriff. Und diese Notfallfackel können wir mal mitnehmen. Scheiße, ich habe keinen Platz dafür. Patroni gut weg. Nur ein Dreiervisier, ey. Das ist echt belastend. Das ist sehr belastend. Von wo? Ey, das muss ja übel weit weg sein. Ich habe ja gar nichts gehört. Nur den Schuss. Von wo? Von der... Warte mal. Ich raff nicht von wo. Also jetzt wirklich gar nicht. Das muss ja übel weit weg sein. Ist irgendjemand auf so einem Berg drauf? Okay, jetzt hört er auf zu schießen. Das heißt, ich bin aus seinem Sichtfeld raus. Nee, doch nicht. Da hinten rechts? Ah, da hinten aus den Häusern. Okay. Ah, ist nicht so gut.
Alter, hör auf damit. Ich hab nur ein Dreifach. Hör mal kurz auf, bitte. Hab meine Beinchen getroffen. Schwierig. Okay, das ist crazy. Ich lauf schon mal weiter, weil ich Angst habe, dass die Zone... Ich drück mal die falsche Taste. Ja, natürlich, dass die Zone so weit shiftet. Oh Gott, Leck. Was war das? Ist die Person hinter mir? Oh, diese EMP-Scheiße. Ist sie jetzt neu gespawnt, wieder auf mir drauf? Ja, ne? Oh Mann, ey. Okay, die Runde ist wild. Die Runde ist wild. Sepp mit einem MK14, irgendjemand da hinten hat auf mich geschossen. Es waren auch so langsame Schüsse, es könnte Dalu gewesen sein. Weil das, der hat auch getroffen so, war halt nicht schlecht, aber... Ja, weiß man nicht, weiß man nicht, weiß man nicht. Die MK14 war es nicht, das hätte man gehört, weil die hört sich richtig gefährlich an. Die Waffe. Und das hätte man auch viel mehr gehört. Also das, die Waffe hat man ja gar nicht gehört. Ich wusste ja gar nicht, woher. Das ist ja crazy, okay. Erstmal hier rein. Oh, was ist das, Alter? Achso, die EMP. Die hat mich gerade ultra geblendet. Okay. Hier könnte natürlich jetzt überall was sein. Obacht, meine Freunde, Obacht. Die Tür ist auch auf, okay. Ist natürlich nicht so geil. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, da ist ein Sechsfach. Oh, das hat die Person. Entweder hatte die Person schon Sechsfach oder hat es hier liegen lassen. Hehehe. Oder der ist gar nicht hier durchgegangen, hier hinten. Warum ist die Tür auf? Und warum ist die zu? Ist hier einer? Oh Gott. Das macht alles ein bisschen spannend hier. Oh, hier ist eine Blue Zone Grenade. Die mag ich gerne. Die hätte ich gerne dabei. Mal einen Molly dafür raus. Da, ah, ach, guck mal, ah, hier ist Dings gestorben. Chris. Das heißt, Sepp war hier in der Nähe. Okay. Das Problem ist, ich bin immer noch nicht so ganz zufrieden mit der MK. Vielleicht aber auch doch. Aber ich habe einen scheiß Griff dafür jetzt drauf, ne? Das ist jetzt nicht der gute Griff. Naja. Obwohl gegen, ich glaube, dass 80% der Leute hier mit DMR spielen gerade. Deswegen ist es eigentlich... Da hinten kommen die Drops runter. Oh. Viel zu weit weg, da gehen wir nicht hin. Wir wohnen jetzt erstmal hier, glaube ich. Weiß halt nicht, ob Sepp hier... Also, wenn Sepp hier Chris getötet hat, ne? Dann wird er doch safe hier irgendwo in der Nähe noch chillen. Der bewegt sich doch nicht so weit weg. Vor allem nicht, wenn hier die Zone ist. Alter, diese EMP, ne? Und die Person hinter mir muss ja auch noch in die Zone. Die da auf mich geballert hat. Der muss ja auch irgendwo von da dann irgendwie kommen. Vielleicht war Chris auch die Person, die hier die Tür aufgemacht hat und wurde dann überrascht. Man weiß es nicht. Wir werden es nachher sehen. Also ich werde es nachher sehen. Ihr seht es ja oder habt es ja sowieso schon gesehen. Aber ich gucke ja die Folgen dann auch sehr gerne nach und gucke, was bei den anderen so ging, während ich hier Quatsch gemacht habe. Ich möchte nochmal einen ganz kleinen Shoutout geben an die Leute von den Pietz, an die Community, weil ihr seid echt cool. Also die Pietzmeet-Community ist mega nice. Sehr, sehr coole, liebe Leute dabei. Super oft Leute auch im Stream, die von den YouTube-Videos rüberkommen und sagen, hey, ich kenne dich von den Pietz, ich mag dich sehr, finde es cool, dass du dabei bist und ich liebe das. Ich finde es super. Liebe geht raus an alle Leute. Auch an die Leute, die vielleicht nicht rüberkommen und sich das einfach nur denken. Oder die vielleicht gar nicht so auf Twitch aktiv sind. Weil ich rede jetzt hauptsächlich von den Leuten, die auf Twitch dann kommen. Auch einfach nur an die YouTube-Community. Ihr seid cool. Fühlt euch gedrückt. Ihr seid supi. Diese Kameraeinstellung, ne? Upsi. Extra vorhin noch ein bisschen dran rumgefeilt, dass das gut aussieht. Und jetzt hat sie sich vorhin einfach gedreht. Naja, egal. Okay. Ich bin ein bisschen aufgeregt gerade. Ich will auch nicht zu viel... Oh! Ja, okay. Da drin irgendwo. Da muss ich halt auch hin, ne? Scheiße. Angst, dass was von hinten kommt noch. Ah, ich schleich mal so ein bisschen. Gehen mal langsam vor. Boah, ist das... Da, diese ganzen...
Häuser, wo jemand drin sein könnte, ne? Und die ganzen Fenster und so. Oh, das ist schon... Er war wirklich hinter mir. Aber wir haben es in die Top 10 geschafft, immerhin. Er war echt hinter mir. Oh nein. Ach, fuck. Er hat irgendwo in so einem... Ich wusste es. Ich wusste, der chillt da irgendwo. Aber ich dachte, der wäre vielleicht schon in die Zone gelaufen. Fuck. Ja, wir gehen mal kurz hoch. Ah. Hallo. Hallo. Sag mal, wieso leckt denn das so? Und ich, beim Zugucken sind die ganzen Wachen hier und alles. Das ist alles falsch. Hast du Sepp nicht gehört? Nee. Ach, krass. Also ich habe ihn dann schießen gehört, aber hat man ihn laufen gehört bei mir? Ich habe ja, also oben, der ist oben rumgelaufen und ich dachte, also er hat dich gehört auf jeden Fall. Ja, oh, ich habe ihn glaube ich nicht gehört. Er war genau über dir. Ich habe gerade voll gequatscht die ganze Zeit und dann... Dann hast du ihn deswegen nicht gehört. Kann sein, dass ich ihn deswegen nicht gehört habe. Oh, das finde ich interessant, das muss ich mir nachher dann nochmal im Video dann angucken, anhören. Der war die ganze Zeit da oben in dem Ding drin. Oh. Peter konnte sich nicht mehr heilen. Oh, da wird Sepp jetzt reinlaufen und Peter wegmachen. Und ich hab... Oh, lol, der Hit, Alter. Wer schießt denn auf wen? Ja, Sepp hat doch einen Cheat oder so an. Das kann doch nicht sein. Ah, der hat Bram angeschossen. Ah. Ja, das leckt die ganze Zeit. Sepp hat viermal auf dich geschossen und ich hab erst gedacht, seine Waffe macht gar keine Schüsse und als du dann tot warst, dann kamen vier Schüsse. Okay, das ist klar. Nee, bei mir geht's also eigentlich. Das leckt irgendwie beim Zuschauen. Ja, nee, bei mir geht's. Die Positionen stimmen auch nicht immer. Also, dass Fischi da unten so weit in der Zone ist, wage ich mal zu bezweifeln. Ach, guck mal jetzt, wo der teleportiert. Wollte gerade sagen, nee, der ist da rechts in so einem Gebäude bei mir drin. Da Jared die ganze Zeit nur am Rand lang. Ich hab sogar noch gemeint, so, weil ich hab da eine Leiche gesehen und dachte so, ah, irgendwo chillt Sepp hier. Der bewegt sich ja nicht weit weg. Ist auf Fischi. Oh. Da ist Fischi weggekommen. Der Peter hat halt auch nichts mehr zu heilen. Der hat vom Bram richtig eingesteckt. Also der hatte noch 5 Leben. Mhm. Bram hätte ihn nur einmal treffen müssen, aber dann hat er nicht mehr gesehen. Mhm. Alle sitzen jetzt irgendwo in irgendwelchen Türmen drin. Mhm. Und Bram schießt wieder auf Peter. Na, diesmal nicht. Mhm. Dass Sepp jetzt aber auch Bram außer Acht lässt, der hat doch auf den geschossen. Find's lustig, ich schalt durch, komme auf Jay und Jay liegt einfach wieder irgendwo im Gras. Was macht Sepp denn da gerade? Was ist da für eine Ecke? Was ist das denn? Mhm. Ja, so in der Zone. Der macht ja, der will sich nicht bewegen. Oh! Ich weiß nicht, wer auf wen schießt. Oh oh. Dalu und Fischi. Aber Fischi hat Probleme wegen der Zone. Oh, Dalu hat Bram gemacht. Oh oh. Wieso kriegt denn Fischi? Ach so. Wegen Zone. Oh, wegen Dalu Zone. Stirbt auch in der Zone? Oh, nee, doch nicht. Boah, aber knapp. Ja, aber Fischi wird den jetzt machen. Der läuft nämlich genau vor Fischi rum, der sich gerade noch ein Stückchen setzt. Oh, jetzt hat er gesehen. oh Gott, was ist denn da los? Oh, Fischi wird in der Zone sterben. Fischi wird sterben, glaube ich, ja. Oh. Und tschüss. Oh nein! Oh nein! Okay, da sind sie alle weggemacht. Und dann snipe Dalu einfach, Sepp einfach Dalu weg. Ja, ich musste mich noch healen, aber da war nix mehr. Sepp sitzt immer noch da in der Ecke. Was ist das für eine räudige Runde? Also, der ist Scheiße, Mann, das ist nicht wahr. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Alter, wie in dieser Stadt gekriegt, wenn in 3 Häusern einer sitzt, das war ja auch doof. In den Häusern, also da in dieser Stadt, seid ihr alle die ganze Zeit in irgendwelchen Häusern drin. Außer Jay, der liegt irgendwo im Gras hinten. Jetzt bewegt er sich. Ja, ja. Jay ist die ganze Zeit am Zonenrand. Fischi, wer hat dich gekillt? Durchgehend. Zone? Achso. War ich selber. Bram, du hast Peter übrigens auf 5 HP runtergeschossen. Ey, fast Worst Case. Worst Case wäre noch gewesen, am Anfang in der Zone zu sterben. Das stimmt. Fast passiert wäre. Echt? Naja, nicht ganz, aber. So, Peter muss jetzt moven. Alle müssen moven. Ich hab noch eine Folge, ne? Mhm. Ich hab noch eine Folge. Kannst ja wie Candy wünschen. Aber jetzt geht das auch mit dem Lag, muss ich sagen. Jetzt stimmen auch die Positionen. Ihr wart teilweise so wild einfach beim Zugucken. Oh, jetzt muss. Jetzt kriegt jetzt ein bisschen Damage. Jetzt muss er aber laufen hier. Aber er kann sich ja noch heilen. Oder wirst du wieder schon. Der den nicht gesehen hat, ey. Immer noch nicht. Aber Sepp muss sich jetzt heilen im Offenen. Das ist ja richtig mies. Oh, jetzt wird er gesehen. Ja, schade, Sepp. Ja.
Ja, was heißt schade? Ja. Selbst Peter schießt. Peter! Also Peter schießt ja auch, Alter. Peter hat keine Munition mehr! Der hat gar keine Munition! Oh mein Gott, Peter! Oh nein! Oh mein Gott! Und Jay snackt ab! Wie schrecklich das war. Ja, was war denn da los? Was war denn da los? Konntest du richtig schön sehen. Oh Gott. Ich lauf nach links. Nee, da ist eine Wand nach rechts. Scheiße, ich weiß nicht, wohin ich schieße zurück. Oh, wie witzig war das Ende denn jetzt? Okay, wild. GG, da war eine gute Position. GG. Ja, Sepp, du hattest eine richtig gute Pose, als du da auf Franzi weggemacht hast. Und boah, um dich rum waren eigentlich alle. Ja. Aber immer so eine Kante dazwischen. Du hättest fast alle sehen können. Ach krass, okay. Sepp hat wieder so viele Kills gemacht, ey, holy shit. Mhm. Ja, aber er hat auch viele gesnackt. Ich hatte ein HP. Ja, Sepp hat mich einmal angeschossen. Also. Das war crazy. Fischli, was war da bei dir los? Ich hab zu sehr getryhardet. Warum bist du die ganze Zeit neben dem Haus geblieben? Ja, hab ich auch. Das war auch mein Problem. Ja. Ich hab so Angst gehabt, dass Fischi hinter jeder Ecke auch in dem Haus ist. Weil so ein ich wollte auch jedes Zimmer wollte ich betreten mit einer Blendgranate. Aber ich hab in meinem Leben noch nie so krass irgendwelche Häuser gecheckt und so weiter, wenn ich da reingegangen bin. Das war so krank. Aber also, du warst doch eh in der Zone. Fischi ist doch nur außerhalb rumgelaufen. Ich war ja, das war noch schlimmer. Ja, das war mal wieder ein PUBG-Turnier. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Tschüss.